Man hielt mich 32 Jahre in Gefangenschaft, tötete meine große Liebe und trennte mich von meinen Kindern. Mein Name ist Sophie Dorothea von Celle. Das ist meine Geschichte. Ich wurde am 15. September 1666 in der kleinen Stadt Celle in Deutschland geboren. Ich war die einzige überlebende Tochter von Georg Wilhelm, dem Herzog von Braunschweig-Lüneburg und Eleonore Desmier-Dolbröse. Meine Eltern erzogen mich liebevoll und ließen mir viele Freiheiten, die damals für ein Mädchen meines Standes nicht üblich waren. Als ich 16 Jahre alt wurde, entschied mein Vater dennoch gemeinsam mit meinem Onkel, dass ich meinen Cousin George Ludwig heiraten sollte. Unsere Heirat war rein politisch motiviert und sollte nach Ableben meines Vaters die Vereinigung des Reiches meines Vaters und des Reiches meines Onkels sicherstellen. Ich war schockiert. Ich empfand George seit unserer ersten Begegnung als abstoßend. Doch all meine Proteste blieben unerhört und so musste ich George am 21. November 1682 heiraten. Nach unserer Heirat zog ich zu ihm ins Leineschloss nach Hannover. Wir bekamen zwei Kinder, Georg August und Sophie Dorothea. Von der Familie meines Mannes wurde ich verachtet und wegen meiner mangelnden Hofetikette ständig getadelt. Meine Schwiegermutter bezeichnete mich sogar einmal als Bastard, da meine Mutter aus einer niederen französischen Adelsfamilie stammte. Auch George interessierte sich nicht wirklich für mich. Wie meine Schwiegermutter einmal gehässig betonte, interessierte er sich jedoch für die 10.000 Goldstücke, die er für unsere Heirat erhielt. Mit der Zeit nahm er sich mehrere Affären. Ich fühlte mich einsam und war traurig, weswegen ich Trost bei einem alten Freund, dem schwedischen Grafen Philipp Christoph von Königsmark, suchte. Er war ein attraktiver und durchweg charmanter Mann. Aus unserer Freundschaft entwickelte sich eine leidenschaftliche Affäre, welche uns beide noch teuer zu stehen kommen sollte. Als der Schriftverkehr zwischen Philipp und mir 1694 abgefangen wurde, wurde bekannt, dass wir eine Liebesbeziehung zueinander hatten. Philipp verschwand kurze Zeit später unter mysteriösen Umständen und wurde nie wieder gesehen. Ich selbst wurde von meinem Ehemann George sowie von meinem eigenen Vater verstoßen und unter Hausarrest gestellt. Man sperrte mich isoliert von der Außenwelt und meinen Kindern ins Schloss Alden. Und so verbrachte ich die nächsten 32 Jahre meines Lebens in Gefangenschaft, bis ich schließlich am 13. November 1726 starb. Meine Kinder hatte ich seit dem Tag meiner Gefangenschaft nicht mehr gesehen. Mein Leben mag von Tragik und Verlust gekennzeichnet sein, doch meine Geschichte ist beispielhaft dafür, dass Liebe und Freiheit unveräußerliche Bestandteile der menschlichen Seele sind.